und herzlich willkommen zur nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, was will denn der da vorne vor mir? Ich habe eigentlich gar keine Zeit für den. Muss eigentlich ernten, ey. Achso, Moment. Hallo, Volker. Servus, was ist denn das hier? Ja, die Gemeinde hat ein bisschen Geld ausgegeben. Geld? Ja. Warum denn? Für die Bürger. Für die Bürger? Wo ist der... Ja, deine Genossenschaft hat einen Anhänger. Hm? Ja, die Blaubeeren haben einen Anhänger bekommen und ich habe einen bekommen. Okay. Ich wollte den nur hier mal kurz zeigen, ich sollte ihn direkt zur Wind fahren, damit er seine Zwiebeln verkaufen kann. Hat er mir gesagt. Hat er einen Drehschemel oder sowas? Ich glaube, der hat einen Träger. Träger soll ich schon. LKW. So. Weiß ich. Doch. Ah ja, stimmt doch, der hatte den alten Ami-Dinger da. Okay. Jo, dann mach das mal. Dankeschön. Ja, wie? Ich hatte ja angerufen wegen der Dings da. Wo fest? Ja, müssen wir verschieben auf nächste Woche. Jo. Ich komme sonst nicht rum, ich muss noch einen Haufen im Wald machen. Das wird sonst diese Woche nichts. Jo, das verschieben wir dann auch nicht. Gut, sagst du deinem Kollegen, deinem Mitarbeiter Bescheid. Gut, bis dann. Bis dann. Tschö. Ja. Ja, ich muss einfach viel zu viel im Wald machen. Ich muss dann noch hier Bäume fällen. Bäume fällen, dies, das, jenes, Ananas. Das kriege ich einfach diese Woche nicht unter. Ach, hier, schon wieder Handy hin. Volker Varuna, hallo? Ja, Björn Blaubeer hier. Hallo Volker, grüß dich. Servus. Du, der Patrick hat mich vorhin angerufen. Er sagte, du hättest Brötchen bestellt. Mm. Ja, aber das klappt leider diese Woche nicht. Kriegen wir es nächste Woche hin, weil ich wollte das Hof jetzt kurzfristig doch noch um eine Woche verschieben. Ja, das sollten wir hinkriegen. Weil ich muss sowieso, ich muss noch in den Wald, ich muss noch Paletten machen. Ich komme auch nicht hinterher mit dem Job. Ja, dann für Ende nächster Woche. Jo, das wäre optimal. Ja, dann das schaffen wir dann mit Sicherheit. Ansonsten sagen wir dir nochmal Bescheid. Ja, könnt ihr dann gerade zum Hoffest eine Palette mitbringen. Genau. Alles klar. Okay, gut. Danke dir. Ciao. Tschö. Na, perfekt. Dann wissen die auch schon Bescheid. Jo, dem Herrn Jäger. Das sage ich später noch Bescheid. Ich muss mal gucken, dass ich hier... Weiß ja nicht, wie ich hier jetzt durchkomme. Weil ich vermute, der Rest vom Feld, was jetzt noch grün ist, das wird erst morgen erntereif werden. Und so lange wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr hier am Feld verweilen. Das ist mein Problem. Weil ich habe einfach viel zu viel zu tun. Ich bin gerade am überlegen, ob ich schnell nach Hause gehe. Aber ich habe keinen Trecker. Oder ich stelle das hier jetzt kurz ab, hol mir den Trecker von Diesel. Das wäre eine Idee. Uppala, hier durch. Ich hol mir jetzt schnell oder den Scheiß Stacheldraht. Oder ich hole mir kurz den LKW vom Diesel, fahre damit das Stroh zum Sägewerk. Das wird da heute Nacht ein paar Bretterpaletten rauskriegen. Das wäre eine Idee. Der Anhänger ist natürlich eine schicke Aufwendung, Zuwendung der Gemeinde. Gefällt mir natürlich. Super. Oh, da ist ein Feld. Können wir auch gut benutzen. Also so ist es nicht. Oh Gott. Sport am Abend. Freund.
Klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Volker Baruna hier, servus. Tag, Herr Baruna. Hi, wir hatten doch mal gesprochen wegen Forstarbeiten. Ja. Wie schaut es denn aus mit der Auftragslage? Könnte ich machen. Okay. Haben Sie was mit Frontlader, Poltergabel-mäßiges? Ja, Poltergabel müsste ich ja besorgen, aber Frontlader hätte ich. Okay, Poltergabel hätte ich sogar am Hof liegen, eine. Okay. Auch ein Frontlader. Ja, sage Frontlader hätte ich, das ist kein Problem. Ja, dann, ups, falscher Gang drin. Ich hätte, nee, warten Sie mal, ich muss gerade überlegen. Wenn wir das morgen früh machen würden, dann... Ja, könnte man machen, weil ich müsste heute noch dringend ein Feld bei mir dreschen. Danach hätte ich Zeit. Ja, dann guck mal einfach, dass es so ungefähr hinhaut. Dann würde ich Ihnen morgen Vormittag, gucken Sie halt, wie lange Sie brauchen mit Ihrem Feld, dann würde ich Ihnen da einen Anhänger an den Wald Nummer 11 stellen. Hm? Und dann könnte man da loslegen. Okay, also das sind schon Bäume gefällt, müssen Sie nur verladen. Ja, das kriegt man hin. Was hat denn der hier für Scheiß? Ja, okay, gut, bis dann mal. Okay, danke, tschö. Bis dann, wieder hören. Was hat der hier für Scheiß Spiegel eingestellt, ey? So, mal gucken, Stroh statt. So, machen wir hier mal voll. Wie geht denn da überhaupt rein? Kann mal gucken. Holzkarton wäre auch mal interessant. Holzscheitel haben wir auch noch. Keine einzigen produziert. Holzkohle. Ja, läuft alles leer, alles leer. Hackschnitzel auch leer. So, dann fahre ich jetzt mal schnell zum Sägewerk. Ich hoffe mal, dass der Diesel das nicht mitkriegt, dass ich gerade seinen LKW benutze, sonst flippt er vielleicht ein bisschen aus. Kann man bei dem ja mal erwarten, ne? Könnte bei dem durchaus passieren, dass der da ein bisschen geizig ist mit seinem amerikanischen LKW. Aber naja, was er nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Aber der Anhänger ist gut, 60.000 Liter. Ne, was ging hier jetzt rein? 81.400 Liter. Das ist natürlich hervorragend, um große Mengen zu transportieren. Optimal, um Sachen zu verkaufen. Oder mal hier gerade ein bisschen Stroh zu transportieren. Ich muss auch mal nach den Hühnern gucken, was da abgeht. Ich komme wieder absolut nicht klar mit meinen Aufgaben, die ich erledigen muss. Aber naja, was soll's.
Achso. Sind wir gleich da. Ja, man kann sich halt nicht immer aussuchen, gell, wie viel Zeit man hat für irgendeine Aufgabe. Die Zeit drängt. Oh, da steht sogar noch eine Dolly rum hier. Das war nichts. Kann man hier Außenkamera benutzen? So. Gut, liebe Leute, dann war es das heute auch für diese Folge. Real Farming Alice 19 meets Reality. Sägewerk läuft wieder, das ganz gut ist. Und ja, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.